Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten Anlass von diesem Jahr. Ich freue mich, dass Sie, die wesentlichen Leute, da sind. Wir sind nicht so zahlreich, wie ich gehofft habe, wo es auch entsprechend dem heutigen Referat und der Referentin gut gewesen wäre, wenn noch ein paar mehr gewesen wären. Wir sind ein bisschen spät dran im Jahr gewesen mit den Vorbereitungen. Das heutige Thema geht ja im Anschluss an die Konferenz vom letzten Jahr, Zukunftsstädte. Es ist eine Art Erfolg daraus, aus dem Rundblick von der Kunst mehr, wo auch natürlich entscheidend ist. Und ich denke auch, wenn man so um die jetzigen Städte oder um die Zukunftsstädte insbesondere ein sehr wichtiges und anspruchsvolles Thema. Wenn man so sieht, manchmal habe ich persönlich manchmal Mühe, was ist jetzt alles Kunst? Gottlob gibt es, glaube ich, keine eindeutige Definition, was Kunst ist. Oder ich weiß sie Gottlob nicht so genau, vielleicht ist das der Grund. Aber ich freue mich sehr, dass heute Frau Professor Christen bei uns ist. Eine Einheimische ursprünglich aus dieser Gegend. Aber schon lange in Luzern wohnen. Sie haben viel aus dem kurzen Lebenslauf. Sie haben Kunstgeschichte studiert, Philosophie, Romanistik, also verschiedenen Orten. Sie hat Projektleitung gemacht, war beim Landesmuseum als Ausstellungsmacherin. Sie war nachher grösser ohne 10 Jahre beim Schweizer Radio. Da habe ich noch eine Art alte Abkürzung drin, da müssen wir einfach sagen. Es hat in der Zwischenzeit geändert. Das DRS gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Im Bereich Kultur, rund 10 Jahre, in verschiedenen Funktionen, als Redaktorin, als stellvertretende Leiterin Kultur. Nachher gut 10 Jahre an der Zürcher Hochschule für Künste, wo uns bei der Akademie auch bekannt ist, weil der Professor Wickert bei uns immer eine szenische Präsentation am Anfang von der Konferenz macht mit den Schauspielschülern oder werden auch immer aus im Kreis, wo sie ja sehr gut kennen. Und nachher hat sie sich halt wie viele Innerschweizer irgendwie treten sie mal in die Innerschweiz zurück oder sie werden berufen in die Innerschweiz. Sie sind jetzt seit etwa 3 Jahren, ja, ziemlich genau, einen Monat mehr bald, langsam einen Monat mehr als 3, oder einen Monat mehr als 3 Jahre an der Hochschule Luzern für Kunst und Design. Und es ist ganz spannend auch. Ich hatte das Vergnügen, sie im Rotary Club Luzern vor 2-3 Monaten mal dürfen zu hören und habe dann gefunden, das ist ein gutes Thema, wo zu uns dahinter gut passt, wo zu der Konferenz vom letzten Jahr gut passt. Und von diesem Jahr das erste Mal mit einer Frau dürfen, da hier der Zyklus angeht, ist auch gut. Und ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, Frau Christen, und darf Ihnen jetzt das Wort geben für Ihre Präsentation. Und ich freue mich sehr darauf. Danke vielmals. Danke. So. Ja, lieber Herr Galliker, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich natürlich sehr, Ihnen heute hier ein Thema vorstellen zu können, das mich in den unterschiedlichen Funktionen, die ich hatte, schon immer begleitet hat. Und wo ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, wo in den letzten Jahren auch sehr grosse Veränderungen vonstatten gegangen sind. Ich habe mich sehr stark damit auseinandergesetzt, wie Sie gesagt haben, in meiner Funktion als Journalistin damals, aber auch schon früher. Ich bin nämlich, muss ich vielleicht sagen, wenn wir hier an dem Ort sind, ich bin nicht nur von meinen Wurzeln her nicht Waldnerin, sondern ich habe mal 2 Jahre hier im Museum vom Kanton Nidwalden, geleitet. Und Nidwalden hat ja eine grosse Tradition auch mit zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum. Und ich denke wirklich an eine sehr regional gestützte Tradition, die ich sehr interessant finde. Vielleicht zu dem Thema, Kunst markiert die Entwicklung der Städte. Da geht es ja im grossen Sinn eigentlich um den ganzen Bereich der Kunst im öffentlichen Raum. Ich würde Ihnen zum Anfang vielleicht gerne so ganz persönlich 2 Arbeiten vorstellen, die für mich sehr prägend gewesen sind für das, was mich eigentlich immer interessiert hat an Kunst im öffentlichen Raum. Vielleicht kennen die einen sie. Auf der linken Seite ist ein Bild aus einer Strasse in Tirana.
Es ist ein Werk vom international tätigen Künstler Andri Sala und vom Edi Rama, der heute noch Bürgermeister ist von Tirana, miteinander. Und es ist ein Werk, das entstanden ist, also ein Werk, wenn man so sagen kann, ist eine Arbeit, die entstanden ist, damals nach dem Ende des Hoxha-Regimes, wo es darum gegangen ist, eigentlich überhaupt in so einer Stadt wieder ein Gefühl für eine Öffentlichkeit, für eine Verantwortung für einen öffentlichen Raum herzustellen. Und da haben die beiden sich zusammengetan und aus meiner Sicht eines der absolut wegweisendsten Kunstprojekte von den 90er, Anfangs, also 2000er Jahren gemacht, in dem ganze Strassenzüge in Tirana farbig gestaltet worden sind. Und zwar über die genossenschaftlichen Bauten hinein, über die einzelnen Bauwerke hinein. Und die Leute haben angefangen, über das Werk eigentlich überhaupt miteinander reden, Kontakt aufnehmen, sich austauschen, wieder ein Gefühl zu entwickeln für eine Mitverantwortung für einen öffentlichen Raum, den sie umgeben hat. Es gab damals auch recht viel Kritik an diesem Werk, weil wir gesagt haben, also Tirana hat noch keine asphaltierte Strasse, man hat das Abfallproblem noch nicht bewältigt, was will man da mit Kunst machen? Der Edi Rama hat gesagt, gut, wir machen eine Volksabstimmung, wir schauen, was die Leute dazu zu sagen haben. Und in dieser Abstimmung haben die Leute tatsächlich dafür gestimmt, dass man das Projekt weitergemacht hat. Und also von dort her ist es für mich so eins von diesen Werken, wo eigentlich auch die Utopie von dem, was Kunst überhaupt vermag, eigentlich sehr klar schildert. Das Zweite, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, ich habe jetzt hier eine Aufnahme, wo man eigentlich nur den Bildausschnitt sieht. Das ist eine Arbeit von der Pippi Lotti Rist, die am Times Square in New York gelaufen ist. Open My Glade, öffne meine Lichtung, heisst das Werk mit einem sehr poetischen Titel. Und die Verzerrung, die Sie sehen, ist durch das entstanden, dass die Künstlerin wie an einen Spiegel ihr Gesicht gedrückt hat, so als würde sie in den öffentlichen Raum rausgehen, Kontakt aufnehmen mit der Bevölkerung. Und da hat sich natürlich der Lippenstift zum Teil verschmiert. Es war wirklich ein ganz grosses Bild, eine ganz grosse Nachaufnahme von einem so einem weiblichen Gesicht, von einem Körper, der sich so deformiert hat. Und das ist eine Arbeit, die jetzt wieder ganz anders funktioniert hat und natürlich versucht hat, gerade in einem so einem grossen öffentlichen Raum, anstatt eine Werbebotschaft, eigentlich so eine ganz persönliche Botschaft über einen individuellen Körper, über eine performative Arbeit von einer Künstlerin zu vermitteln. Für mich auch ganz eine tolle Arbeit. Kunst im öffentlichen Raum oder Kunst und Bau, also wir bewegen uns so ein bisschen hier an diesen beiden Schnittstellen, hat natürlich eine grosse Geschichte. In der ganzen Geschichte von der Kunst natürlich, das wissen Sie, immer ganz eine grosse Botschaft gewesen für zum Repräsentation, Machtsymbolik natürlich auszudrücken, früher in Monarchien oder sagen wir mal in einem päpstlichen Rom zum Beispiel. Die Schweiz hatte immer ein bisschen ein Problem damit gehabt, weil wir also natürlich keine monarchistische Tradition hatten, weil wir auch immer Probleme hatten, also auch gerade wo der Nationalstaat im 19. Jahrhundert entstanden ist, überhaupt eine nationale Symbolik, eine nationale Ikonografie zu entwickeln. Und von daher ist in der Schweiz eigentlich Kunst und Öffentlichkeit relativ spät ein Thema geworden. Also einer der grossen Versuche natürlich Ende 19. Jahrhundert ist der Bau vom Landesmuseum gsi, kurz vor dem Bundeshaus, wo man versucht hat, eine nationale Symbolik zu gestalten über das sehr bekannte Wandbild von Ferdinand Hodler mit dem Rückzug bei Marignano. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte gsi, weil da ist das erste Mal eigentlich eine öffentliche Auseinandersetzung geführt worden in der Schweiz über den sogenannten Freskenstreit, was denn eigentlich Kunst für eine Öffentlichkeit zu tun hat und eine Auseinandersetzung, die damals natürlich sehr viel damit zu tun hat, dass der Ferdinand Hodler mit seiner ganz speziellen Malerei, mit seinem ganz speziellen Stil natürlich eine neue Bildersprache erfunden hat, wo ihm dann auf der einen Seite den Ruf als der erste Nationalmaler eingetragen hat, auf der anderen Seite damals, wo das Gemälde um 1900 im Landesmuseum das erste Mal öffentlich zu sehen war, sehr viel Kritik eingetragen hat. Das vielleicht ganz kurz als ein Rückblick in die historische Dimension von dem Thema, das wir heute behandeln. Ein zweiter, ich mache jetzt einen Sprung eigentlich in die 50er Jahre, wo nachher Kunst und Öffentlichkeit den Schritt
in die Städte rausgemacht haben und wo man nachher angefangen hat, nicht mehr nur Kunst und Bau in Form von Wandgemälden, innen, Aussenräumen zu zeigen, sondern wo effektiv der Schritt in Park oder in die Öffentlichkeit rausgegangen ist. Eine Ausstellung in der Schweiz, die es seit den 50er Jahren gibt, ist die Schweizerische Plastikausstellung, die all paar Jahre in Biel stattfindet und die heute noch ganz eine wichtige Ausstellung ist, die das Thema Kunst und Öffentlichkeit thematisiert. Ich zeige hier zwei Beispiele von der letzten Ausgabe dieser Plastikausstellung in Biel. Das ist ein Werk von Lang und Baumann. Sie sehen so eine absurde Stege an einem Hochhaus, wo die Nahbarkeit oder die Unnahbarkeit der zeitgenössischen Architektur zeigt. Und auf der anderen Seite eine sehr schöne Arbeit vom Shishi in einem Park in Biel, wo er die Punkte, die man sonst immer nur virtuell sieht, auf den Google Maps eigentlich als Grosskultur in so einen Park hineingestellt hat, um wieder ein Verhältnis herzustellen zwischen der realen und virtuellen Welten. Und ich denke, gerade Kunst im öffentlichen Raum hat in diesen Bereichen natürlich eine sehr wichtige Funktion. Die ganze Frage nach Kunst und Öffentlichkeit ist dann in den 90er Jahren sehr stark in Bewegung gekommen. Man hat angefangen, ich zeige hier das Werk, das Merian-Haus, das Peter-Merian-Haus in Basel, das Sie vielleicht kennen, von Hans Zwimpfer, wo für mich, also gerade mit der Art, wie man mit der Kunst- und Bauthematik umgegangen ist und die wirklich versucht hat, auch zu integrieren in ein architektonisches Konzept, ein sehr interessanter Versuch war. Auf der einen Seite ist hier die Fassade zusammen mit dem Künstler Donald Judd gestaltet worden. Auf der anderen Seite, ich zeige ein Beispiel von einem Innenhof, wo sich jeweils hinter diesen dunkleren Glaswänden befindet, sind in diesen Innenhöfen sind Kunstwerke gezeigt wurde. Und das eine Werk auf der rechten Seite, also die Platten, die Sie hier sehen, das sind von der isländischen Künstlerin Ronny Horn, die dort nicht nur einen Innenraum gestaltet hat, sondern einen ganzen Teil von einer Passage, von einem Durchgang, wo der öffentliche Raum in der Stadt mitgestaltet hat. Kunst und Frage von der Kunst und Öffentlichkeit hat natürlich auch immer wieder die Frage nach der Möglichkeit von Denkmälern in der heutigen Zeit auf Plan gerufen. Ich zeige hier ein Beispiel von einem recht bemerkenswerten Projekt in der Stadt Zürich. Das hat Memento geheißen. Ich weiß nicht, ob Sie das Projekt miterlebt haben. Es war der Versuch, zu zeigen, was die Funktion von Denkmälern sind. Hier der Hans Waldmann, wo für eine bestimmte Zeit versetzt worden ist, auf die Reise gebracht worden ist und eine Zeit lang nachher neben dem Gleis beim Hauptbahnhof gestanden ist, an einem ganz neuen Ort, damit das Denkmal überhaupt wieder sichtbar worden ist. Der Musil hat mal ganz etwas Interessantes über Denkmäler gesagt. Er hat gesagt, Denkmäler sind etwas Unsichtbarste, was es gibt. Man sieht sie nicht mehr, man realisiert sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zum Beispiel also wirklich im Kopf hat, wo bedeutende Denkmäler stehen. Häufig werden sie wirklich unsichtbar, weil man hat sie so integriert in das, was man sieht. Und das war auf der einen Seite ein Versuch, ganz konkret die Denkmäler in Bewegung zu setzen. Unter anderem auch mit einem Sockel hier, wo man hat können reden davon abhalten, also selber, sich selber zu einem lebenden Denkmal stilisieren. Also das ganze Verhältnis zu der Kunst und der Öffentlichkeit, zu festen Denkmälern, zu temporären Aufstellungen, ist sehr stark diskutiert worden. Eines der wichtigsten Projekte für die Entwicklung, wie Kunst und nachher Stadt in Beziehung gesetzt worden sind, ist das Projekt Nordtangente, Kunsttangente in Basel gewesen. Dort ist es um, ich glaube, das teuerste Autobahnstück der Schweiz gegangen, wo ein ganzes Quartier und ein ganzer Teil von Basel, also Kleinhüningen, eigentlich umgepflügt hat und das neu hat müssen gestaltet werden. Und dort hat man sich von Anfang an gefragt, wie man sonnige, ganz wichtige und eingreifende Prozesse im Stadtraum, wie man das kann begleiten von Kunst. Es hat dort eine grosse Tagung gegeben, wo man sich zusammengesetzt hat zwischen Stadtplaner, Bauunternehmer, Politik und Fachleute aus dem Bereich der Kunst und Künstlerinnen und Künstler, um zu überlegen, wie man das Projekt Nordtangente, Kunsttangente, mit
Kunstwerke verbinden, beziehungsweise wie man kann Aufwertungsprozesse, die dann auch passiert sind, natürlich in diesen Stadtteilen, die so verändert worden ist, wie man das kann mitbegleiten. Und ich glaube, das war eine ganz neue Art gewesen, nachzudenken über Kunst im öffentlichen Raum. Nämlich nicht mehr so, dass Städte einfach Auftrag gegeben haben an Künstler und an Künstlerinnen, sondern dass man gesagt hat, man versucht eigentlich innerhalb von neuen Strukturen etwas neu zu entwickeln, damit sich Kunst, Stadtplanung, Stadtentwicklung und zum Teil auch Ingenieurbau, das ist natürlich immer schwierig, damit man dort neue Resultate finden kann. Ich zeige jetzt hier zwei recht traditionelle Bilder von Werken, die entstanden sind im Rahmen mit der Nordtangente, Kunsttangente. Es sind natürlich auch ganz andere Projekte, die weniger sichtbar oder weniger visualisierbar gewesen sind. Dabei entstanden zum Beispiel ein Kunstraum, den es noch heute gibt, wo man versucht hat, gerade in diesen Quartier, die am meisten betroffen waren von den damaligen Umgestaltungen, wo man versucht hat, Leute mit reinzunehmen, Öffentlichkeit zu schaffen für das riesige Bauwerk, das hier entstanden ist, und gleichzeitig mit Kunstprojekten natürlich auch an Orte hinzugehen, also eben Kleinhüningen natürlich auch, also sehr ein also stark migrantisches Quartier, mit Kunst dann auch an so einen Ort hinzugehen und über Kunst auch Schichten zu erreichen, wo man sonst nicht so können erreichen über Kunst. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ist es eigentlich? Also was bringt eigentlich Kunst dazu, dass sie überhaupt darauf verzichtet, aus diesen, sagen wir mal, ruhigen, meistens weissen, sehr schön gestalteten, musealen Räumen rauszugehen und sich also irgendwo einzunisten, oder? Sei es auf einem Camion-Parkplatz oder sei es eben da neben so einer Shell-Tankstelle. Oder also sehr beliebt in den letzten Jahren sind auch immer wieder Unterführungen gewesen, wo gestaltet worden sind durch Künstlerinnen und Künstler. Also alles Ort, wo wenig mit Repräsentation zu tun hat, wo man vielleicht auch gerade als Unort irgendwie könnte bezeichnen, oder als so Grauzone oder als Ort, wo erst eigentlich definiert werden durch Kunst. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Anteil von dem, dass Kunst sich genau solche Orte aussucht, wo man mitprägen kann, wo man mitgestalten kann. Und da gibt es natürlich einen sehr grossen Hunger sozusagen von der Kunst auch nach der Wirklichkeit und nach dem Leben und auch nach Partizipation, nach Zusammenarbeiten mit der Bevölkerung. Auf der anderen Seite ist es so, muss man sich natürlich auch fragen, was hat Politik, Stadtplanung, was haben die für Interessen überhaupt mit Künstlern und Künstlerinnen zusammenzuarbeiten oder Prozesse auch so gemeinsam zu gestalten. Man muss ja sagen, es ist meistens eine eher aufwendigere Sache. Es bedeutet häufig natürlich eine Komplizierung der Verfahren, nur schon durch das, dass man einen weiteren Partner oder eine Partnerin in solche Prozesse hineinbringt. Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr häufig so ist, dass man in diesen extrem hoch spezialisierten Bereichen, oder? Also wenn ich hier an die Stadt Zürich denke, die zum Beispiel einen riesigen Objektkatalog hat, wo jedes Objekt, das im öffentlichen Raum auftauchen kann, definiert ist auf einen Zentimeter, auf die Farbe, auf die Materialisierung. Also da sind wir in Luzern noch relativ weit davon weg, muss man sagen. Aber eine ungeheure Normierung von dem ganzen öffentlichen Raum, dort gibt es natürlich auch das Bedürfnis von diesen Städten oder von diesen Stadtentwicklern, auch wirklich wieder neue Impulse zu bekommen für gerade Aufgaben, relativ also Aufgaben, die sie eigentlich mit den Werkzeugen, die man hat aus der normalen Stadtentwicklung, eigentlich nur relativ schwer daran hinkommen. Ich würde dann nachher gerne ein paar Beispiele dazu zeigen. Als erstes ein Beispiel aus der Stadt Luzern. Ich finde ein ganzes revolutionäres Projekt, das aus meiner Sicht auch eigentlich noch etwas zu wenig Öffentlichkeit hatte, insgesamt, also über den regionalen Rahmen hinaus. Das war das Projekt Babel, ein Projekt im Bereich Basel-Bernstrasse, wo man versucht hat, über ein gross angelegtes, interdisziplinäres Forschungsprojekt, ein sehr schwieriges, problembeladenes Quartier aufzuwerten. Sie kennen alle die Baselstrasse, das ist die grosse Durchgangs-
Achse durch Luzern, stark belastet durch Bahnlinie, die seit Mitte 19. Jahrhundert bereits dort durchgeht. Stark belastet natürlich trotz der Autobahn immer noch durch die grossen Ausfallstrassen. Das sind ja die alten Achsen eben nach Basel und nach Bern. Also die grossen zentralen Verbindungen, wo es natürlich eine ungeheure Zirkulation hat. Gleichzeitig ein Quartier Untergrund, heisst es, wo also schon früher sehr unterprivilegiert war. Also es ist die Richtstätte, hat sich da früher die gefunden. Ein Siechenhaus, das Waisenhaus war dort draussen. Und schon seit 1900 eigentlich auch immer sehr stark migrantische Bevölkerung. Man weiss auch, es gibt eine sehr hohe Zirkulation. Also die Leute wohnen im Schnitt 2 bis 3 Jahre an der Baselstrasse. Und wenn sie es schaffen, den Einstieg in die Gesellschaft, ziehen sie nachher natürlich weiter. Also von dort her wirklich ein problembehaftetes Quartier, wo man versucht hat, über das Projekt, das von der Stadt Luzern über Jahre hinweg, also bis heute immer noch finanziert worden ist, und über Forschungsprojekte mit den Hochschulen. Und da haben sich die verschiedenen Hochschulen zusammengetan, nämlich Technik und Architektur, Wirtschaft und wir von der Hochschule Design und Kunst, um erstens mal untersuchen, wie man das Quartier aufwerten kann und nachher auch einige Massnahmen wirklich können zu ergreifen. Was Sie hier sehen, haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn Sie mal die Türen gefahren sind durch die Baselstrasse. Es ist eigentlich so ein ganz einfaches Kunstwerk, ein Lamellenbild, das sich zusammensetzt. Also hier ist es zusammengesetzt, wenn man direkt davor steht, sieht man nichts. Wenn man daran vorbeifährt, tut sich sozusagen zusammensetzen und wieder auseinandergehen. Kunstwerk ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Es ist nämlich so ein klassisches Objekt im öffentlichen Raum, das entstanden ist an der Grenze von einer sozialen Aktion mit Kindern zusammen. Oder? Man hat nämlich mit denen geschaut, was wollt ihr eigentlich? Was würde für euch so ein Quartier aufwerten? Da haben die gesagt, ja, wir wollen Farbe und Tier. Oder? Also etwas relativ Naheliegendes. Und man hat dann das quasi mit ihnen zusammen hergestellt, mit in einem ganz unaufwendigen Verfahren. Eigentlich war es für 3 Monate geplant, aber es hängt heute noch dort, weil es hat es einfach niemand mehr wegnehmen. Und das ist zum Beispiel eines von diesen Objekten, das damals entstanden ist. Oder ich zeige noch ein zweites, das ganz eine andere Arbeit ist. Das war eine Arbeit von einer von unseren Studentinnen. Hier sieht man ein paar Wände, auch in der Nähe von dieser Unterführung, die Sie vorher gesehen haben, an der Baselstrasse. Das sind Wände, die natürlich durch den ganzen Verkehr sehr stark verschmutzt sind. Und die Studentin ist einfach hingegangen und hat sozusagen Gemälde gemacht, indem sie die Wände geputzt hat. Und da sind die hellen Wandflächen entstanden. Und sie hat neben denen auch herausgeschrieben, wir sind selber. Also ich denke, sehr eine hintergründige, ganz eine einfache Arbeit, wo sehr viel aussagt über das Quartier, wo sehr viel darüber aussagt, wie das Quartier wahrgenommen wird von außen, also eben als Slum, als Dreckquartier. Und also das für mich auch eine sehr tolle Arbeit, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Das ist in Luzern eigentlich bis jetzt so ein einzelnes Projekt geblieben, dass man wirklich versucht hat, über Kunst in interdisziplinären Forschungsprojekten zusammen mit der Stadt so grössere Quartieraufwertungsprojekte zu machen. In der Stadt Zürich hat in den letzten paar Jahren eine sehr interessante Entwicklung. Ich habe hier noch ein Bild von Babel. Das ist leider nicht realisiert worden, aber es ist natürlich ein Vorstellung. Ich zeige es, weil es ganz eine ähnliche Vorstellung war, wie die Bemalungen, die ich Ihnen gezeigt habe, von Tirana. In der Stadt Zürich hat man in den letzten, sind es etwa 8 Jahre, hat man einen sehr interessanten Versuch gestartet, um Kunst und Stadtentwicklung zusammenzubringen. Der Ausgangspunkt war eigentlich auch ein Forschungsprojekt an der Zürcher Hochschule der Künste, wo man sich gefragt hat, wie kann man eigentlich die Zusammenarbeit, die sonst häufig eben wie bei diesen Bildern in Basel, die ich gezeigt habe, die sehr häufig halt so sporadisch an einzelnen Orten stattfindet, wie kann man das eigentlich systematisieren und wie kann man wirklich den öffentlichen Raum und Kunst im öffentlichen Raum zu einem wichtigen Merkmal bringen. Der damalige Stadtrat Martin Wasser hat das sehr stark vorangetrieben.
weil er gesagt hat, wir sind eine reiche Stadt, wir haben eigentlich kein anderes Problem, wir haben aber die Chance, uns wirklich mit einem so einem umfassenden Kunstprojekt ganz eine neue Ausstrahlung auch in einem internationalen Kontext zu geben und ein bisschen wegzukommen natürlich so vom Image von der fleissigen und sauberen Stadt und da eine Aufwertung zu suchen. Um diese Zusammenarbeit wirklich können systematisieren, wir gründen eine Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum und ich zeige Ihnen hier einen Ausschnitt aus dem Leitfaden, der damals erstellt worden ist. Ich war damals Mitglied von Anfang an in dieser Kommission, wo glaube wirklich heute kann man sagen, also europaweit wirklich immer noch etwas Einzigartiges ist, wo man gesagt hat, was will man mit dem, wie will man mit Kunst im öffentlichen Raum so eine Stadt mitprägen und mitentwickeln. Und ich glaube, die wichtigste Maxime in diesem Leitfaden ist vielleicht das Erste, nämlich, dass man ganz bewusst gesagt hat, man will Kunst eben nicht als Verschönerung primär, sondern man will Kunst als Begleitung von der Entwicklung und von der Veränderungen in der Stadt. Die Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum ist darum auch nicht bei der Kultur angesiedelt, sondern beim Tiefbauamt. Und das natürlich mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Also auf der einen Seite, weil dort natürlich wirklich die grossen Projekte laufen, die ganz maßgeblich Städte verändern, oder? Also neben einzelnen Hochbauten, die beim Hochbauamt sind. Und auf der anderen Seite aber auch, weil die Tiefbauprojekte natürlich ungeheuer teuer sind. Und der Hintergedanke war, wenn man nur einen ganz kleinen Teil für die gigantischen Tiefbauprojekte, also wir reden hier nicht von dem 1%, oder, wo wir für Kunst und Bau eigentlich so ein bisschen über den Daumen sehen, eigentlich empfiehlt oder beziehungsweise, also wie es eigentlich auch verankert ist, dass man das investiert in Kunst im öffentlichen Raum, dass da natürlich ganz andere Gelder eigentlich zur Verfügung stehen, wo Kunst nachher einen ganz kleinen Bestandteil ausmacht. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber wenn Sie sich nur schon vorstellen, was es kostet, irgendwie, ich weiß auch nicht, 50 Meter innenstädtische Strasse mit Tramtrasse und so neu zu gestalten, wie das laufend passiert, oder? Zum Beispiel im Seefeld in der Stadt Zürich in den letzten Jahren, dann können Sie sich vorstellen, dass man da natürlich ganz andere Möglichkeiten gehabt hätte. Und das Zweite war, dass man auch sehr frühzeitig kann sich fragen kann, wie kann man mit Kunst im öffentlichen Raum operieren. Weil die ganzen Tiefbauprojekte sind natürlich auf Jahre heraus geplant. Es gibt grosse Entwicklungspläne. Zürich denkt auch in Dimensionen 2025 oder mit dem ganzen Stadtentwicklungs- oder Stadtaufwertungsprogramm, das sie haben. Und da ist es natürlich möglich, auch sehr frühzeitig einzugreifen. Und das ist immer sehr wichtig, dass man nicht am Schluss kommt mit der Kunst, wenn man wirklich bei der Veränderung der Stadt dabei sein will, sondern dass Künstlerinnen und Künstler als Experten sehr frühzeitig in solche Projekte integriert werden. Auch die anderen Motti natürlich von diesem Leitfaden sind sehr wichtig, was man sich vorgestellt hat, was Kunst wirklich kann bewirken kann, nämlich das Bewusstsein für sich, für einen städtischen Raum fördern, die kreativen Prozesse, ganz wichtig natürlich. Also in Zürich gibt es im Moment auch eines der Legislaturziele, das heisst Kreativ, Kultur und Kreativstadt fördern. Dann natürlich auch das weltoffene Klima und der öffentliche Raum, eine aktive Kunstszene. Und das steht jetzt hier so explizit nicht drin, aber es geht natürlich wirklich auch um Standortmarketing und um Differenzierungsstrategien im Wettbewerb. Um einen der wichtigen Plätze im Rahmen der Metropolen in Europa, wo Zürich natürlich eine wichtige Position hat, aber gleichzeitig also sehr einen kleinstädtischen Charakter im Vergleich zu den anderen grösseren Metropolen, wenn man an Paris oder an London denkt. Im Rahmen der Arbeit von dieser Arbeitsgruppe sind dann interessante Projekte entstanden. Ich weiß nicht, ob Sie im letzten Sommer Zeit hatten, zu schauen, ein Projekt Art and the City, das ist eine Kultur, die immer noch steht, wo man ganz klar gesagt hat, es entsteht ein neuer Stadtteil in Zürich-West. Man möchte eigentlich Kunst wirklich dazu nutzen, dass die Leute dort hingehen,
entlang von diesen neuen Tramlinien und dass sie eigentlich das Quartier, das noch nicht wirklich im Bewusstsein von der Bevölkerung ist, über Kunst erschlossen wird. Das ist jetzt das eine Kunstwerk am Eschenwiesplatz, das dort gestanden ist. Es hat zum Teil an ganz unterschiedlichen Orten sind solche Kunstwerke in einem Public-Private-Partnership-Projekt. Das war eine Zusammenarbeit mit den Galerien von der Stadt Zürich, hat man sehen können. Und das Projekt ist wirklich auf ein riesiges Interesse gestoßen und hat die Leute dazu bewegt, sich an Orten zu bewegen, wo man sich sonst eigentlich nicht unbedingt so geht, bewegen. Ein anderes Projekt, wo immer noch am Laufen ist, ist der sogenannte Hafenkran. Da komme ich jetzt auch gerade natürlich auf eine Thematik zu sprechen, wo der Frage, wie Kunst kann Stadtentwicklung oder Stadtbild oder die Wahrnehmung von der Stadt verändern, eine Problematik, wo in Zürich auch sehr akut geworden ist durch die Kommission Kunst im öffentlichen Raum. Nämlich durch das, dass es ganz grosse Auseinandersetzungen immer wieder gibt über die Kunstwerke, wo natürlich häufig, sagen wir mal, wie so ein Polder, der überhaupt nicht dort hingehört, also so ein Limmat, wo plötzlich auftaucht und, sagen wir mal, jetzt ganz einfach gesagt, einfach im Weg steht. Oder? Und dann der geplante Hafenkran, wo man sich natürlich sehr darüber aufgehalten hat, was das jetzt soll, ob das jetzt Unsinn ist oder ob das eine Möglichkeit ist, wirklich einen neuen Blick auf eine Stadt zu entwerfen, wenn man einen alten Hafenkran hier als Limmatg hinstellt, um daran zu erinnern, unter anderem, dass vor ein paar Millionen Jahren auch in Zürich ein Meer war, oder zum daran erinnern, dass Zürich eine wichtige Handels- und eine Handelsstadt ist, aber in einem ganz anderen Sinn. Also grosse Auseinandersetzungen, genau wie das andere Projekt, das auch von der AG Kür eigentlich angestoßen wurde, ist das Nagelhaus, das berühmte Nagelhaus. Das war ein Projekt am Eschenwiesplatz von einem sehr bekannten deutschen Künstler, Thomas Demand, zusammen mit sehr renommierten Architekten Caruso St. John von London, die hier in einem grossen internationalen Wettbewerb vorgeschlagen haben, so ein Nagelhaus dort hinzubauen. Also es ist ein eine Anlehnung an das Haus, das Sie vielleicht in der Zeitung gesehen haben, wo man in China gesehen hat, so das letzte Haus, wo dort so auf dem, so, wie muss man dem sagen, also so wie auf dem, also der ganze Rest war schon weggebaggert und der Besitzer oder die Besitzerinnen von diesem Haus haben sich geweigert, das Haus zu verlassen. Und das ist so ein in Anlehnung an das Objekt entstanden. Es wäre ein sehr interessantes Objekt geworden, weil so etwas kann man natürlich gemäß Baugesetz eigentlich gar nicht bauen. So einen Ort unter so einer Brücke rein. Es wäre gleichzeitig ein Café gewesen, ein öffentliches WC. Ist aber nachher durch das Zürcher Stimmvolk abgelehnt worden, das heisst von den ganz wenigen Projekten. Also natürlich auch unter anderem durch eine Kampagne, die gesagt hat, wir vergolden hier ein WC, was natürlich so nicht gestimmt hat. Aber also ich denke auch, das zeigt auch wieder, also wenn man versucht, Kunst und Stadtentwicklung zusammenzubringen, also das Risiko vom Volkszorn, ist natürlich immer eine grosse Gefahr da, weil Kunst natürlich wirklich sich nicht an die Gegebenheiten, an die vorgegebenen Gegebenheiten hält, weil Kunst natürlich dann häufig provoziert, weil Kunst natürlich wirklich versucht, einen anderen Blick eigentlich zu zeigen auf die Kunstwerke. Vielleicht einfach noch ganz kurz, damit man sieht, dass es in Zürich auch nicht nur so grosse repräsentative Projekte sind, die in Planung sind und was es wirklich bedeutet, Kunst und Stadtentwicklung zu begleiten. Das ist ein Projekt, das auch seit mehreren Jahren läuft. Es geht um die grosse Einhausung von der Autobahn in Schwamendingen. Also ein Deckel, es ist beziehungsweise es ist ein Einhausung, es ist wirklich ein Haus, das über die Autobahn gebaut wird. Eben ein gigantisches Projekt, das Sie wahrscheinlich kennen, im Rahmen, ich weiß nicht, was es unterdessen kostet, mal bei 150 Millionen gewesen. Wo nachher ein Deckel über ein ganzes Autobahnteilstück eingebaut wird, wo begrünt wird, oben mit einem Park drauf. Und wo man sich auch jetzt immer wieder, es ist noch, im Moment noch nicht gestartet, aber wo man sich sehr stark überlegt hat, wie kann man den Deckel mit Kunst bespielen, wie kann man Kunstprojekte während dieser schwierigen Zeit vom Umbau, wo natürlich auch ein sehr starker Eingriff in dem Quartier sind, wo man das begleiten kann. Ein Projekt, das wir im Moment an der Hochschule Luzern Design und Kunst am Laufen haben,
ist ein Projekt, das sich eigentlich ein bisschen aus Babel heraus weiterentwickelt hat, wo wir zusammen mit der Stadt Zürich und der Stadt Luzern an ausgewählten Achsensituationen, bei uns ist es auch wieder die Achse Baselstrasse, wo bis bis Seetalplatz Emmenbrock raus. In Zürich geht es um Windtalerstrasse und noch andere, ist noch nicht ganz klar, welche Achsen alles, wo die Stadt auch auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ja, die Achsensituationen, wir können dort eigentlich vom Baulichen her sehr wenig ändern. Wir würden eigentlich sehr gerne herausfinden, mit Hilfe der Kunst, was man an solchen Orten machen kann, ohne müssen grosse bauliche Massnahmen ergreifen, wie man da solche Szenarien weiterentwickeln kann. Das vielleicht einfach nur kurz zum zeigen, wo sich so ein Projekt bei uns an der Hochschule Luzern Design und Kunst ansiedelt. Wir haben ja einen vierfachen Leistungsauftrag: Lehr, Forschung, Weiterbildung und Dienstleistung. Das sind Forschungsprojekte. Wir machen nur anwendungsorientierte Forschungsprojekte. Das heisst, wir können nur forschen, wenn wir Partner haben, wo wir mit ihnen zusammen können forschen, die sagen, wir haben ein Interesse daran, dass ihr so etwas macht. Also in dem Fall ist das Stadt Zürich und Stadt Luzern. Wir brauchen auch einen Umsetzungspartner, der sagt, ich kann das nachher umsetzen. Das ist in dem Fall der Martin Heller mit Heller Enterprises, also wo sagt, also wo das Ziel ist, wirklich ein Tool zu entwickeln, wo man nachher in anderen Städten eigentlich auch das Know-how kann weitergeben kann, wie man mit solchen Situationen im öffentlichen Raum umgeht. Und bei uns findet das statt im Kompetenzzentrum Kunst und Öffentlichkeit. Den Schwerpunkt haben wir, weil wir einen Master haben in diesem Bereich. Ein Master Art in Public, also ein Master of Art in Fine Arts heisst das, also ein Master im Bereich der Kunst mit dem Schwerpunkt Kunst und öffentlicher Raum, wo ich Ihnen gerne zum Schluss einfach ein paar Beispiele würde zeigen, wie unsere Studierenden mit dem Thema umgehen. Das war eine Masterabschlussarbeit von der Zoe Dolan. Sie sehen sie hier. Sie ist an der Fassade des Palas und hat als Masterarbeit eine Performance gemacht, die geheissen hat, die Erstbesteigung vom Hotel Palas. Und hat sich hier in viktorianischer Unterwäsche, also natürlich in Erinnerung an die ganze Tradition des Tourismus, hat sie eine Performance gemacht, ist hier hochgeklettert an dieser Fassade. Und also für mich eine sehr tolle Arbeit gewesen, weil also auf der einen Seite hat die Studentin für die Arbeit natürlich die ganze Geschichte vom Tourismus aufgearbeitet. Also hat eine theoretische Arbeit, steht hinten dran, wo es um die ganzen Wurzeln vom Tourismus geht. Und eine sehr spektakuläre Performance. Also wir haben hier Tele 1 gehabt, 20 Minuten. Also wirklich mal grosse Öffentlichkeit auch für eine Arbeit, für so eine studentische Arbeit. Und der Besitzer des Palas hat da sehr erfreut mitgemacht, hat auch im Innenraum noch eine Vitrine zur Verfügung gestellt, wo man das Hintergrundmaterial, das Dokumentationsmaterial zu dieser Arbeit gesehen. Und also das natürlich eine Möglichkeit zu erinnern eben an die Tradition des Tourismus, sie gleichzeitig aufzuleben und eine sehr spannende Arbeit von einer Studentin zu sehen. Unsere Studenten oder Studentinnen arbeiten aber nicht nur in diesen repräsentativen Orten der Stadt Zürich. Unser Master befindet sich nämlich im Moment in Litau, in einem Gewerbeareal. Und da haben sich bei der Abschlussarbeit im letzten Jahr von unseren Masterstudierenden haben sie sich das neue Gebiet, also damals nach der Fusion Litau mit Luzern, das neue Gebiet sich angeeignet. Und das ist auch ein Gebiet, wo, wenn man nachfragt, Luzern, wie viele Luzerner wirklich auf Litau gehen oder Litau kennen oder Rüsbühl, man immer wieder die Erfahrung macht, das ist eigentlich ein unbekannteres Gebiet als Basel oder Zürich. Würde ich jetzt mal sagen, hier eine Arbeit von einer Studentin am Bahnhof Litau, wo so ein halb verlassener Bahnhof ist, wo so sehr schöne, also fotografisch gestaltete Fähne gemacht hat, wo, wenn Züge vorbeigefahren sind, haben die sich davon bewegen und haben eigentlich so auch wieder einen ganz anderen Blick auf so eine Bahnhofssituation erlaubt.
Oder ein anderes Beispiel, da hat sich eine von unseren Studierenden im Kiosk im Zentrum von Litta, das ist ganz ein eigenartiger Ort, ein ganz bestimmtes Soziotop dort, hat sie sich eine Zeit lang eingenistet und hat dort mit den Besuchern, Besucherinnen von dem Kiosk Kaffee Kontakt aufgenommen, hat mit denen über ihr Leben geredet, hat erzählt, was wir als Hochschule dort machen, was sie als Künstlerin dort macht und hat jeden Tag wieder neue kleine Zeitungen gestaltet. Auch das eine ganz anders gelagerte Arbeit. Oder etwas, was sehr schön war, auch in der Nacht, das ist der alte Werkhof. Übrigens architektonisch ein sehr schönes Gebäude, wird leider in den nächsten Jahren abgerissen. Es ist wirklich so ein schöner Industriekuppelbau, auch gerade dort im Zentrum von Litau. Dort hat eine von unseren Studierenden filmische, grosse filmische Projektionen gemacht, die man natürlich nur in der Nacht hat können sehen, wenn man daran vorbeigefahren ist. Und dort zeigt, was die Arbeit von Künstlern und Künstlerinnen ist. Also man hat den Arbeitsprozess gesehen, oder? Also das Zeichnen oder das Schneiden oder so. Und hat einen ganz neuen und ungewohnten nächtlichen Einblick in das gegeben, was Künstler machen, während am Tag dort ein ganz normaler Werkhof mit ganz normaler Arbeit stattfindet. Oder noch ein letztes Beispiel. Einer von unseren Studierenden hat bei der Busstation Frohburg ist er stationiert gewesen und hat von dort aus eine ganze Reihe von sogenannten Walklines entworfen gehabt. Das waren Wanderrouten gewesen, durch das neue Gebiet Litau-Rüsbühl aus der Sicht, aus dem Blick von einem jungen Künstler, wo die ganze Umgebung, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wirklich auf der einen Seite sehr grobe, wo sehr hart Gegensätze aneinander stoßen zwischen der grossen Industrie, die noch dort ist, oder, mit der Stahlindustrie, aber auch sehr dörfliche, sehr idyllische Strukturen, die dort durchgeführt haben und so eigentlich den Leuten ermöglicht haben, einmal wirklich den neuen Stadtteil aus einer künstlerischen Perspektive, aber selber unter der eigenen Beteiligung können anschauen. Ja, das wäre jetzt von meiner Seite her mal der Einblick, den ich Ihnen da gerne hätte geben wollen, das Thema, wie mit welchen unterschiedlichen Formen oder Möglichkeiten Kunst kann die Entwicklung von der Stadt begleiten oder auch markieren, wie ich gesagt habe. Okay. Frau Christen, ganz herzlichen Dank. Für mich sehr spannend gsi. Ich habe gewisse Sachen überhaupt nicht erwartet. So, muss ich auch sagen. Für mich ist immer manchmal noch die Frage, was ist jetzt eigentlich Kunst? Und was ist irgendetwas gestalten? Und habe mich jetzt gerne ein bisschen noch berichten von innen, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Weil vieles finde ich spontan, wenn ich das nicht gehört habe, dann hat das mit Kunst für mich nichts zu tun. Aber eben. Was ist Kunst? Das ist die alte grosse Frage. Ich möchte aber vor Ihnen geben, meine Damen und Herren, wenn Sie Bemerkungen oder Fragen oder Kommentare haben, sind Sie so gut vorgestellt, wenn wir Sie jetzt geben müssen. Nun, Herr Heinheim. Ja. Wir haben ja heute die Diskussion gehabt, um das Äquator, das hat vor dem Allmendstadion aufgestellt werden. Jetzt würde es mich sehr interessieren, ob Sie bedauern, dass das nicht gestanden ist und ob Sie wissen, ob es dort einen alternativen Vorschlag gibt, für den man solche Ideen aufstellen sollte. Das ist ein heikles Thema. Ich war dort in der Jury. Aber also ich glaube, ohne Jurygeheimnis zu verraten, darf ich Ihnen sagen, dass ich gar nicht unglücklich bin, dass der Klotz nicht dort steht. Weil, ich denke, Kunst im öffentlichen Raum ist wirklich eine wahnsinnig schwierige und eine anspruchsvolle Aufgabe. Und für mich ist es zum Beispiel wirklich auch sehr wichtig, bei dieser Art, wie man solche Projekte konzipiert, dass man sich überlegt, was das bedeutet für die Leute, die diesen Raum nachher nutzen. Und Kunst, die sich eigentlich wirklich darauf
also aus meiner Sicht, das ist wirklich meine ganz persönliche Sicht, wo sich darauf beschränkt, eigentlich ein Verweigerungsstatement zu machen oder den Raum zu negieren oder vielleicht das auch in einer Form zu machen, wo ich denke, es ist vielleicht wäre es sogar eine Botschaft, die man könnte bringen, aber vielleicht nicht gerade in dieser Form, finde ich nicht sehr geeignet. Und ich habe die Diskussion extrem bedauert, auch wie sie nachher geführt worden ist, weil mich jetzt gedacht, das hat für also das Anliegen, das meins ist, nämlich wirklich zu schauen, wie kann man Kunst einsetzen für Aufwertung oder für Aufmerksamkeit schaffen in den öffentlichen Raum, ist es eine sehr kontraproduktive Diskussion gewesen, weil man also aus meiner Sicht einfach nicht viele gute Argumente für so einen Klotz hinbringen konnte. Man hat einfach die Leute ein bisschen verrückt gemacht. Das ist grosser Ärger, oder? Sensibilisiert manchmal auch wieder für das Thema. Ja. Indirekt, wenn man wirklich empfangen. Haben Sie sich vielleicht schon einmal Gedanken gemacht bei Ihrem ersten Lob, wie man Kunst in der Öffentlichkeit kann schützen kann? Ich bin ein Beispiel in Herrn Bielender, ja, von Covid-Lernst, schöne Kulturen. Jetzt ist vor zwei Jahren oder vor einem Jahr ist bei der La Familia, also Mutter, Vater, Kind, der Kopf abgeschlagen worden. Von Vandalen. Letzte Woche oder vorletzte Woche ist eine grosse Figur von der Kirche gegen den Wallenhof gekippt worden, gesprochen. Wäre vielleicht auch mal eine Masterarbeit. Was braucht es für Massnahmen, dass man die jugendlichen Vandalen, die ja die meisten sind, könnte in der Wahrhalte Kunst im öffentlichen Also Vandalismus ist natürlich ein grosses Thema. Also auch bei diesen ganzen Jury-Tätigkeiten, wo ich dabei bin, wird auch immer wieder über das geredet. Oder? Also ob das Sachen sind, wo man kann schützen, wo man muss schützen, oder ob es wirklich auch Sachen sind, wo man muss sagen, das wird so viel Vandalismus einfach quasi vorrufen als Reaktion. Also das wäre jetzt zum Beispiel unter anderem ein Argument gewesen beim Klotz, wo man hätte können sagen, recht vandalensicher. Was wir aber auch wirklich immer wieder die Erfahrung machen, wir haben zum Beispiel im Rahmen von dem Babel-Projekt haben wir so Bildschirme aufgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie es mal gesehen haben, bei der Busstation Gütsch in der Baselstrasse. Und das sind eigentlich recht anfällige Installationen, also mit einem Bildschirm, wo wir zum Teil Kunstprojekte drauf haben, zum Teil aber auch Informationen über das ganze Quartier. Das war wirklich so ein Teil von dem grossen Forschungsprojekt. Und dort ist zu unserer grossen Überraschung, haben wir noch nie einen Vandalenakt gehabt. Weil das jetzt wirklich so ein Kunst, also ein Teil ist von einem Kunstprojekt, wo die Leute gemerkt haben, es hat etwas mit uns zu tun. Man will mit uns reden, oder? Also es ist etwas, das wirklich auch konkret von innen genutzt werden kann, wo aber auch für Kunst genutzt werden kann. Und ich denke, dort muss man als Künstler oder als Künstler ja auch immer wieder sich fragen, wie geht man mit diesen wirklich hochsensiblen Situationen um. Weil was ich finde, was einfach sehr schwierig ist, ist einfach rein provokativ Sachen in den Raum zu stellen. Danke, Herr Lechte. Ja, man kann ja oft beobachten, dass während einer Baumaßnahme, also im Neubaubereich, zum Beispiel im Tunnel, da abgeschlossen ist, dann tauchen Vandalen auf und machen da Graffiti oder sonst was. Gibt es bei Ihnen Erkenntnisse darüber, dass die Hemmschwelle bei Vandalen größer wird, wenn ein Projekt von Anbeginn an künstlerischer gestaltet wird? Also Sie haben zum Beispiel dieses Beispiel gezeigt, der Schnellstraßenunterführung Basel-Bern durch Konzern. Würde mich interessieren, schreckt sowas eher Vandalen ab, diese Wand dann auch noch zusätzlich zu beschmutzen? Also auch da, wir hatten da nie Probleme mit Graffiti. Es ist vielleicht schwierig zu sagen, also wir denken, indem man Aufmerksamkeit auf Orte wirklich lenkt, dass das tendenziell eine Möglichkeit ist. Also ich meine, es gibt keine Rückversicherungen in diesem Bereich.
Was aber auf jeden Fall wahnsinnig wichtig ist, da habe ich jetzt eigentlich nicht viel drüber gesagt, ist die ganze Kommunikation dieser Projekte, die ein wichtiger Teil der Begleitung von solchen Kunstprojekten ist. Nämlich, dass man mit der Bevölkerung wirklich Kontakt aufnimmt, dass man sie involviert in diese Prozesse, also nicht unbedingt so, dass überall basisdemokratisch über Kunst abgestimmt werden soll, aber indem man die Leute auf den Weg mitnimmt. Und die, also wir haben in der Arbeit, in dieser Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum eigentlich festgestellt, dass mindestens 50% der Arbeit, die zu leisten ist, Kommunikation ist. Kommunikation an die Leute. Und in der Baselstraße ist es, glaube ich, sehr klar geworden, dass die größte Aufwertung durch die Kunst darin bestanden hat, dass die Leute wirklich sensibilisiert wurden, auch auf die Räume, in denen sie sich befinden. Es gab nicht nur Kunstaktionen, sondern man hat auch einen kleinen Garten mit Spielplatz aufgewertet. Das Quartier hat eine neue Aufmerksamkeit bekommen und es finden jetzt ständig neue Aktionen statt. Also jetzt soll dann wieder so eine kleine Guerilla-Gardening-Aktion da stattfinden, also auch mit unterstützt von diesem Babel-Projekt. Und also dadurch kann man, glaube ich, also rein durch den Respekt, den man für das eigene Umfeld, das man vielleicht noch selber gar nicht zur Erkenntnis genommen hat, kann man, glaube ich, sehr vieles bewirken. Sie haben gesagt, Kunst sollte eigentlich aufwerten, seinen Raum aufwerten. Sicher ist allen bekannt, diese Lärmschutzwände an der Autobahn zwischen Emmen und dem Sonnenbergturm, das Tor in die Stadt Luzern. Mhm. Haben Sie da Vorschläge, etwas aufzuwerten? Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt ja zum Teil künstlerische Projekte da an den Schallschutzwänden von Jürg Alther auf der Ebene Da-Reuss, diese schwarzen Blechkonstruktionen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das Problem ist natürlich, ja, Sie wissen welche. Das Problem ist natürlich, was tut man mit Kunst? Also ist es möglich, Orte, die wirklich die Art von Unorten sind, halt einfach ein bisschen zu verhübschen durch Kunst? Also ich glaube, da hat die Kunst halt so einen wahnsinnig kleinen Spielraum. Kann man sagen, okay, man macht eine Farbgestaltung, man macht ein Farbkonzept, irgend sowas in der Art und Weise. Aber also ich muss sagen, ich finde da eigentlich ehrlicher diese transparenten Wände, die im Moment genutzt werden, wo man den Schallschutz hat, aber eigentlich nicht versucht zu verstecken, dass wir natürlich wirklich mit unseren heutigen Mobilitätsbedürfnissen genau solche Situationen auch schaffen. Und da kann die Kunst eigentlich nur ein bisschen, also häufig, sage ich, es gibt interessante Situationen, aber da hat die Kunst natürlich häufig wirklich nur die Möglichkeit, allenfalls ein bisschen Kosmetik zu machen. Das ist dann meistens auch vom Künstlerischen her nicht so wahnsinnig interessant. Wie dauerhaft muss Kunst sein? Großes Thema in der Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum. Also da ist man wirklich auch davon ausgegangen, das Projekt Memento, das ich gezeigt habe, wo diese Skulpturen verschoben wurden, da hat man der Arbeitsgruppe eigentlich auch zum Auftrag gegeben, nicht nur neue Kunst zu schaffen, sondern auch zu entrümpeln. Die Idee war wirklich auch so einen Skulpturenpark, um nicht zu sagen Friedhof, mal zu schaffen, von Dingen, die man auch gern mal ein bisschen wieder weg hätte oder die eigentlich ihre Funktion nicht mehr haben, ist wahnsinnig schwierig, weil man merkt dann auch bei nicht sehr geliebten Denkmälern zum Beispiel, dass in dem Moment, wo man sie wegnehmen will, dass sich die Leute dann wieder dran, auf der einen Seite wieder dran erinnern und dass die ganz wichtige Funktionen in diesen Gedächtnisräumen sind, die unsere Städte natürlich auch sind. Und auf der anderen Seite bei neuen Projekten, das versuche ich auch immer wieder einzubringen, wenn ich so in solchen Jurys bin, empfehle ich einfach immer eine Halbwertszeit für solche Projekte auch zu definieren. Erstens mal, was den Unterhalt anbelangt, weil die Dinge müssen ja auch gepflegt werden, sie müssen unterhalten werden. Und zweitens, bei jedem Projekt sich überlegen, soll man nicht sagen, nach 10 Jahren überlegt man sich, ob das Objekt wirklich noch dastehen muss, ob es noch die gleiche Bedeutung hat, weil die Städte verändern sich. Und wenn man den Anspruch hat, mit Kunst im öffentlichen Raum wirklich auch
auf Stadt zu reagieren, dann sollte es eigentlich auch die Möglichkeit geben, die Dinge wieder wegzuräumen. Meret Oppenheimbrunner in Bern ist jetzt gerade aktuell, glaube ich. Wobei ich das ein ganz großes Kunstwerk habe. Ja, das Wort Spar ist dort ja in allen Städten so bestuftet, als andere ist. Und oft ist es vielleicht so, dass man in der Kunst und Kultur allgemein anfängt. Spüren Sie das auch im Moment? Oder? Es ist natürlich, es ist genau das, oder? Man sagt eigentlich. Also die ganze Dynamik da, wo die Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum hat können vor, also 2006 ist glaube Gründung gewesen, ungefähr so in dem Zeitraum, das hat sich sehr stark verändert jetzt und wir sind gerade im Moment dran auch wieder zu überdenken, wie man die Projekte, die angefangen worden sind, kann weiterführen und sparen ist das eine. Also eben gerade Stadt Zürich, wo natürlich so potentisch die Stadt ist, um überhaupt solche Projekte durchführen und das europaweit im Moment, muss man sagen, hat natürlich auch den Sparauftrag bis 2017 schwarze Zahlen. Das bedeutet natürlich auch grosse Reduktionen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade auch immer gegen Kunstprojekte gibt es auch politisch aus dem rechten Spektrum massiven Widerstand gegen diese Art von Projekten. Das hat man beim Nagelhaus gesehen. Das sind natürlich Kampagnen, die man ernst nehmen muss, oder? Wo aber natürlich auch wahnsinnig schwierig ist, dagegen zu argumentieren, weil das Argument gegen Kunst, mit dem, dass Kunst nicht einfach versucht, sich einzufügen, oder? Und eine rein ökonomische Aufwertung zum Beispiel zu machen. Also Gegenargumente sind häufig komplizierter zu vermitteln, sage ich jetzt einmal. Also man muss sich wollen, so etwas überlegen, als das Argument, das gegen Kunst. Also wenn man sagt, ein vergoldetes WC, das ist natürlich ein gutes Slogan, oder? Okay, noch eine letzte Frage, wer hat wirklich noch? Nicht? Okay. Frau Christen, dann danke ich ganz, ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich möchte Ihnen Oh, fantastisch. Danke vielmals.